Hallo, guten Tag und Dobadan hier auf meinem Kanal. Ich bin Jan Jugo und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute gibt es wieder ein Gameplay auf Battery Dog in Vigor. Und zwar wieder ein Mitschnitt aus dem Livestream oder aus einem Livestream, meinem letzten auf Twitch. Ja, diese Runde, die ihr gleich sehen werdet, habe ich live gespielt. Und es war krass. Es ist krass, ihr werdet es gleich sehen. Ich will euch nicht zu viel verraten, aber ich kann euch eigentlich versprechen, es wird spannend und dramatisch. Ja, ansonsten werde ich dazu jetzt nicht mehr sagen. Falls ihr es nicht live gesehen habt, will ich euch jetzt hier nichts vorwegnehmen. Checkt das Gameplay ab und viel Spaß dabei. Und dann würde ich mich am Ende, wenn ihr es zu Ende geguckt habt, über eure Kommentare freuen. Und dann bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Also, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euch alles Gute, euer Jan Jugo. Und jetzt, let's go. Oh, wie schön ist das denn? Es ist helllichter Tag. Das Safehouse liegt mir zu Füßen. Aber Vorsicht. Warum packe ich den Trash ein? Und let's go. Signaldetektor ist wieder ganz oben auf der Karte. Schön. Ach, ärgerlich jetzt. Dieses Haus ist... Ist natürlich gefährlich. Aber... Pff. Kann man sich hier draufstellen auf diese Stühle? Nee, oder? Ah, doch. Jetzt müsste die Tür natürlich noch nach innen aufgehen. Dann könnte man sich da richtig gut verstecken dahinter. Tresor ist offen. Oh Mann, wieder aus Reflex. Ja! Ah! Ich habe ihn echt spät gesehen. Hab mich aber auch gut erschreckt. Junge. Shit. Okay. Wir beruhigen uns wieder. Alles gut gegangen. Wir haben den Tresor und wir sind noch am Leben. Es läuft doch.
Eieiei, habe ich mich gerade erschrocken, als plötzlich einfach der Typ da stand. Hätte der ein bisschen schnellere Reflexe gehabt oder ein bisschen schneller geaimt und auf mich... Ich hätte keine, nicht ein Fünkchen hätte ich eine Chance gehabt. Vielleicht hat er sich ja auch erschreckt, ich weiß es nicht. Kann ja auch sein. Haben uns beide vielleicht erschreckt. Huch, hier gibt's noch andere? Ja, ne? Den hat man null gehört, auf jeden. Der hat da gesessen. Der hat, der kam da nicht gerade angelaufen oder so. Der hat da gewartet, auf jeden Fall. Footsteps hätte ich sonst auch gehört. Deswegen war ich auch so erschrocken. Der hatte sich ja null angekündigt. Was natürlich schlau ist. Okay. Mal schauen, ob hier noch... Ob hier noch ein bisschen Loot für uns ist. Oder wurde hier schon mies geplündert? Ich befürchte ja schon. Da ist noch ein Auto. Mit einem Lootpunkt. Ah, hier ist auch noch. Yes, schick. Ah, es ist schon noch was da. Okay. Das lassen wir jetzt aber mal drin. Leider kein Schatz. Okay. Metallteile nehmen wir natürlich sehr gerne mit. Ach, guck mal. Geil, wir haben eine Bedrohung. Und wir haben die Mission hier links unten. Seht ihr es? Töte eine Bedrohung. Let's go! Da ist aber jemand richtig mies am Stressen. Und wir sind, glaube ich, nicht... Also er hat noch nicht alle gekillt. Da sind noch mehr auf der Map. Ich weiß nicht, eventuell versucht jemand anderes, ihn auch gerade schon zu killen. Das könnte auch eine Ablenkung sein. Jetzt höre ich jemanden hier. Fuck, hier ist noch jemand. Ich habe auf jeden Fall Footsteps gehört. Das könnte aber auch Bedrohung sein. Oh, oh, Bedrohung läuft hier lang. Da. Er lädt nach. Das
war nicht Bedrohung. Oder doch? Nein. Nein, 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 sonst hätte ich die Challenge gewonnen. Pff, fuck, Bedrohung ist hier immer noch. Das ist auf jeden Fall Bedrohung. Fuck. Warum ist hier eine Alarmfalle? Scheiße. Gibt's doch nicht. Ich habe leider keinen Mörser. Mann, ich will jetzt nicht sterben. Mein Kopf. Bin fix und fertig. Lass bitte niemand mehr auf der Map sein. Bitte lass niemand mehr auf der Map sein. Oh. Let's go. Jetzt noch den Abwurf. Ich weiß, ich bin super gierig. Es ist vielleicht die schlechteste Idee, die man haben kann. Was soll ich machen, Leute? Hier ist doch keiner mehr. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Kein Koffein, nur ein Jod. Okay, das muss reichen. Das muss jetzt reichen. Und ich hoffe, ich habe genug... Ich hoffe, ich habe genug dabei, um das aufzuschließen, um den Exit aufzuschließen. Oh mein Gott. Ich hoffe, es klappt. Ich habe genug Benzin. Und man braucht hier Benzin, oder? Schön noch ein bisschen Nahrung mitnehmen. Hallo? Oh nein. Okay, wie dumm muss man sein? Keine Ahnung, ziemlich. Ich mach's gern spannend, Leute. Ich mach's wirklich sehr gerne, sehr spannend. Jod ist gleich vorbei. Aber... Oh mein Gott. Was war das denn für eine Runde? Finger kribbeln auf jeden Fall. Pumpe ging ganz schön zwischendurch. Und diese gedankliche Anstrengung bei dem letzten Telefonfight. Boah, meine Konzentration war ziemlich am Anschlag. Aber es hat alles funktioniert. Mega gut. Ich habe sogar meine Challenge endlich, die habe ich jetzt seit 3-4 Tagen da liegen, habe ich sie endlich abgeschlossen. Schön. Und den Abwurf. Schon wieder vergessen. Also, wir holen uns jetzt die Kisten von der Challenge mit der Bedrohung. Wir öffnen die Kisten aus der Challenge und natürlich die Kiste, den Abwurf. Let's go. Hier ist die Waffenkiste. Belohnung Nummer 1. Und hier ist die Rohstoffkiste. Belohnung Nummer 2 für die Challenge mit der Bedrohung killen. Und hier ist der Abwurf, der Airdrop, den ich mir noch ganz am Schluss nicht entgehen lassen habe. 10 Chemikalien, das ist ein bisschen low, aber immerhin besser als gar keine Chemikalien. Ja, vielen Dank. Mein Gott, was für eine Runde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Freut mich voll, dass ihr da live dabei wart. Aber die Runde kommt hundertprozentig auch auf YouTube. Auf jeden Fall. Ja, genau wegen solchen Runden spiele ich Vigor. Das macht Bock, das macht Spaß. Und ich hoffe, euch hat es auch mega Spaß gemacht beim Zuschauen. Es war, ich glaube, nicht nur für mich spannend, sondern auch für euch spannend. Macht's gut. Ciao.